Und machst jeden Sonntag wieder weg und machst wieder ordentlich, aber naja. Bist du jetzt fertig? Ja. Kann ich anfangen? Kannst anfangen. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch bereitet. Für euch. Ja. Wir haben heute wieder was... Kennt ihr das, wenn die Mama da ist und durchdreht die ganze Zeit, dass sie euch komplett aus dem Konzept bringt und ihr nichts machen könnt? Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar, gerade damit ich das hinter mir ertragen kann, habe ich gedacht, wir gönnen uns heute mal was richtig Krasses. Wir haben hier nämlich Sangria aus der Dose und neben dem Sangria aus der Dose auch noch Rocco Rockt. Das ist Rotwein-Cola. Die wollen wir natürlich probieren. Das ist herrlich. Ne? Das zeige ich euch auch nochmal, wie es von hier vorne aussieht. Sangria aus der Dose. Ja, gefällt euch das Design? Schreibt es mal in die Kommentare. 7% Alk auf jeden Fall. Und Rocco, Rotwein-Cola. Rocco rockt. Rotwein rockt Cola, genau. Mit 6%. Da geht ja gar nichts mehr. Und nach 7 und 6 kommt 5-0er. Ja, aber dazu kommen wir erst danach. Wir haben auf jeden Fall Sangria und Rotwein Cola. Der Ständer ist auch nicht richtig. Wir machen mal den Sangria auf, probieren den mal, wie der schmeckt. Ich weiß gar nicht, Sangria habe ich früher mit dem Marc immer getrunken. Aus dem Tetrapack. Das war lecker. Das war Assi Lifestyle. Aus der Dose. Ohne Pfand ist ja noch besser, kann man die Umwelt besser verschmutzen. Lieber eine Dose als eine Packung. Adi Schatz, nicht da hochhüpfen, bleibst du unten. So, wir probieren jetzt mal, wie das schmeckt. Schmeckt eigentlich richtig gut, ist auch nicht zu bitter, ist nicht sauer. Schmeckt süßlich, der Alkohol knallt nicht so. Ihr merkt gar nicht, dass der Alkohol drin ist. Das schmeckt eigentlich wie... wie ein Bärensaft, so ungefähr. Viel besser auf jeden Fall als der aus dem Tetrapack. Gönnt euch also Sangria aus der Dose. Den kann man bestimmt sogar warm machen, wie ein Glühwein so ähnlich trinken. Das ist bestimmt richtig genial. Wo wir aber bei Wein sind, haben wir natürlich noch den Rotwein aus der Dose. Der sieht auf jeden Fall cool aus, mit diesem Death Metal Zeichen, Heavy Metal, was geht ab? Rocco, Rotwein, rockt Cola. Adi ist wieder auf dem Schrank. Adi, der Bergsteiger. Wer kennt ihn? Nein! Jetzt kam einfach der ganze Schaum raus und hat die ganze Dose eingenommen. Egal. Er bildet sich zurück. Es hinterlässt eine rote Spur. Was ist denn? Ich habe doch gar nichts damit gemacht. Mann, Rotwein. Heftig. Gönnt euch Rotwein. Man sieht den Adi nicht, oder? Seht ihr den Adi da oben? Adi, spring! Nein, Adi, bleib einfach da sitzen, alles wird gut. Wir probieren den jetzt mal. Zack, auf den Tisch, der lenkt mich voll ab. Der übt schon mal für sein WWE-Debüt. Wir schlürfen jetzt mal den Rand hier ab. Und probieren jetzt mal die Dose Rocco. Rotwein rockt Cola. Schmeckt ebenfalls irgendwie wie Glühwein. Jetzt über Weihnachten, ne? Wo man ja eh zu Hause bleiben muss, gönnt euch einfach Rotwein Cola. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Dann habt ihr das Glühwein-Feeling für zu Hause. Erinnert mich wieder an die Zeiten vom Netto damals. Immer wenn ich Feierabend hatte, habe ich mir dann eine Flasche, ja, billig Cola ohne Zucker mitgenommen, vor einem Jahr im Netto, Stardrink Cola mitgenommen und ein Pack Rotwein, Tetrapack. Wir haben am Strich gesessen, haben immer Module gemacht und so weiter. Dann immer einen Schluck von dem Tetrapack Wein getrunken, einen Schluck Cola hinterher, das so gemischt. Das war auf jeden Fall richtig genial. Nach der Einpackung Rotwein war der auch knüppeldicht gefühlt. Ihr habt euch auf jeden Fall wohlgefühlt, das war eine gute Zeit damals, dachte man. Und wie ich auf den Rotwein gekommen bin, weil so viele Leute, die bei mir einkaufen waren, einfach immer diesen Rotwein im Tetrapack gekauft haben. Männer, Frauen, Kinder, Erwachsene, Omas, Opas, Rentner. Und
auch eine Frau hat gesagt, ob ich den schon mal getrunken habe, sie empfiehlt den, der ist richtig genial, da haut die sich jeden Tag 2 Packs rein und ihr wisst, was ich meine. Habe ich dann also auf sie gehört, habe mir den mal gekauft, habe gedacht, gut, nimmst du noch eine Cola mit zum Sodtrinken, habe es zusammen getrunken, fand das geschmacklich auch richtig Bombe, einfach mal so, es muss nicht immer Bier sein, es kann auch einfach mal Rotwein-Cola sein, bisschen gemischt, gibt es jetzt hier auch in der Dose fertig, erinnert mich genau daran, hat auch irgendwie eine Weihnachtsmarktnote. Wenn ihr es günstiger haben wollt, nehmt euch einfach eine Billig-Cola, nehmt euch so einen Tetrapack Wein, mischt euch das selber mal zurecht, trinkt das mal. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir wollen zum Abschluss aber natürlich wieder eine Dose 5.0er aufmachen, um das in Ehren zu halten. Und damit der Rotwein besser knallt. Ne? Für mich ist heute schon Weihnachten, deswegen muss ich jetzt erstmal aufs neue Jahr anstoßen. Das ergibt nämlich keinen Sinn mehr. Die Mama wühlt immer noch in der Wohnung rum, alles prügelt sich mit der Katze. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und Prost. Ich kümmere mich gleich drum. Und die rote Nase.